So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir machen der Herr von Undvik. Und ja, meine erste Priorität war hier, dass ich hier zu dieser Insel runterfahre, ja, die ziemlich am Arsch der Welt war, wie man sieht. Also wie man im vorigen Part gesehen hat, das war 2000 irgendetwas weit weg. Ja, toll, und jetzt geht mir die Batterie flöten, sehr gut. So, steig mal da aus. Und jetzt haben wir da unten einen Schnellreiseposten, sehr gut. Das heißt, wir können dann einfach von da unten einfach wegmachen. Gut, das zweite, was wir jetzt da machen ist, da es doch noch so weit weg ist, würde ich vorschlagen, wir nehmen Plötze hier. Schneller. Genau, schneller. Und wir galoppieren einmal dorthin. Sonst wird das zu lange dauern, bis ich mal dort bin. Und mit Plötze geht das natürlich weitaus schneller. Komm, gib Gas. Boah, bitte Plötze, nicht runterfallen da. Na, du sollst auch auf dem Weg bleiben, Plötze. Ja, genau. Und das galoppiert. Genau, ja. Bravo, bravo. Er hat es geschnallt. So. Aha, okay, gut. Da muss man absteigen. Was auch immer da jetzt ist. Wir werden es gleich sehen. Und gegen das Viech soll ich dann kämpfen, oder was? So, erkunde mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Ja, da ist mal was. Geralt. 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 Ja, es sind Fußspuren, aber ich kann sie anscheinend. Oh ja, da. Riesenspuren. Okay, Riesenspuren, ganz einfach. So. Das nehmen wir natürlich mit. Das Viech, das schneidet man den Kopf ab. Da sollten ja noch irgendwo welche sein. Da kann ich raufklettern. Sehen mich nach aus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Zeit, meinen Jungs auf der Stall. Verdammt! Wohin liegt ein Bild hübsches Wein? Mit windenden Fäden mein Atem mir stoppt. Die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit. Okay, ich habe ja keine Ahnung, wer da singt, aber wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich da drinnen, ja. Kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Gut, dann gehen wir da rauf, Geralt. Ah, da sitzt wirklich einer. Ah, das war da der Typ wahrscheinlich, wo er das Fleisch reingeworfen hat. Mal schauen, was der da machen muss. Mal schauen, ob wir da irgendwas looten können. Da, ja, vor mir direkt. Asche, sehr gut. Und nochmal Asche, sehr gut. Okay, gut, dann reden wir mal mit den Typen. Grüß dich. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer, noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert.
Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot, hab die Segel genäht, bin ein paar Mal getürmt, aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Göttin der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen. Wie die anderen. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren. Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Haben sie, Wilmar? Oh ja, wollten ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Ja, okay, gut. Na, viel Spaß noch, ihr vier. Viel Spaß noch. Ich muss mal gehen. Ich glaube, der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank. Passt schon. So, erkunde noch immer, okay. Also, ich würde mal vorschlagen, wir folgen einfach mal den Spuren von den Riesen. Anscheinend muss ich gegen den kämpfen. Ah, da ist noch was. Komm runter da. Oh, das passt schon. Herrlich. Trink mal was. So, kann ich jetzt das da untersuchen? Geralt? Ja. Hier wurde eine Trage gezogen. Okay, gut zu wissen. Bin gespannt, wie lange ich für das brauche, um dieses Riesenviech zu töten. Aber es dürfte nicht allzu schwer sein, sonst wäre es ja, keine Ahnung, eine höhere Stufe da. Es ist ja nur Stufe 17, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, das nehmen wir auch mit. Ein neues Schwert. Mal schauen, ob das besser ist. Nein, leider nicht. Da hinten haben wir noch was. Bärenfell und Schaffell. Okay, passt. So, dann gehen wir auf da. Okay. Noch was? Ich muss einen anderen Weg finden. Was heißt, du musst einen anderen Weg finden? Kannst du nicht draufspringen? Tatsächlich. Aber es wird mir eine angegeben. Okay, gut, dann folgen wir denen einmal da. Geralt
kann nicht dauernd draufspringen. So, wir müssen uns beeilen, wir haben schon 10 Minuten auf der Uhr. Ich versuche so viel wie möglich zu schaffen. Okay, da vorne leuchtet es gelb und da hinten. Chalmers Lager. Sie wurden angegriffen. Aha, okay. Quest aktualisiert. Gut. Kämpften barfuß. Die Sirenen haben sie wohl überrascht. Waren wohl Plünderer. Ich habe keine Ahnung. Sie wurden überrascht, konnten den Angriff aber abwehren. Ich brauche mehr Hinweise. Ich sollte mich umsehen. Mehrere Personen haben mein Boot in Richtung Norden gezogen. Okay, also es gibt hier verschiedene Arten und Weisen anscheinend. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Okay. Einer geht links, der andere geht rechts. Ich gehe mal links rauf, würde ich mal vorschlagen. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Ich hoffe, dass ich das Richtige mache. Ist ein bisschen komplizierter. Aber wird schon passen. So, da oben. Zeig mir, was du zu bieten hast. Komm. Das nehmen wir mal alles mit. Und irgendwas. Ach so, okay. Das war eine Bärenspur anscheinend. Nehme ich mal an. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt es mir jetzt an, dass ich jetzt wieder zurückgehen soll. Hä? What the fuck? Was soll das? Okay, da ist noch was. Ist direkt im Bau eines Neckars gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, hieß Gallagher. Ist direkt im Bau eines Neckars. Achso, okay, gut, das ist eh das Gleiche. Dann ist eh wurscht. Ja, passt schon, Geralt. Danke. Na gut, dann folgen wir halt weiter der Spur. Da haben wir Pilze, die nehmen wir mit. Vorhin haben wir auch nochmal Pilze. Und irgendwas müsste hier drinnen sein. Ja, da vorne. Da vorne geht's weiter, okay. Ob das jetzt richtig ist, was ich da mache, weiß ich zwar nicht. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Aber wir probieren es einfach mal. Er zeigt mir an, dass ich wieder umkehren soll. Warum sind dann hier dann die gelben Kreise? Das verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen unlogisch, aber gut, mir ist wurscht. Da haben wir wieder was Rotes. Hier hat jemand Deckung gesucht. Ja. Du sollst drüber springen, Geralt. Danke. Da haben wir noch was. Wurde erst hier getroffen, ist dann aber weiter. Okay. Noch eine Spur. Wieso will er, dass ich rüber wieder umkehre? Verstehe das nicht. Ist weiter, obwohl er kaum noch laufen konnte. Okay, weiter rauf. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Die Asche nehmen wir mit. Da oben ist noch was. Das haben wir schon. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Ja. Passt schon, Geralt? Da haben wir noch was. Na? Hat viel Glück. Ach, das ist genau das Gleiche, nur sehe ich es halt nicht. Ja, ja, passt schon, Geralt, um Gottes Willen. Da kommt eine Ziege auf uns zu. Ja, das wird genau das Gleiche jetzt auch sein, genauso wie hier, ja, genau. Genauso wie hier. Ah, da ist er gestorben, oder was? Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen, wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Da hinten ist was zum Looten. Oder zum Anschauen. Nein, ist das jetzt wieder das Gleiche? Nein. Horn eines Hornballs. Gegenstände. Bereite in den Einsatz. Okay. Okay, gut. Hier haben wir was.
Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Okay, können wir ja nachschauen, Geralt, wenn du unbedingt willst. Haben wir noch was? Der Bogenschütze war auch verwundet. Okay, der war auch verwundet. Na gut, dann schauen wir uns mal hier um. Ist arg, da drinnen gibt's nichts zum Looten, das erste Mal. Okay, er will jetzt, dass ich da durchgehe. Keine Ahnung warum. Und hinter mir zeigt er an, dass ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Ah, hallo. Moment. Gedanken, können wir mal probieren. Der Typ haltet viel aus. Aber so geht's. Er haltet zwar viel aus. Aber so geht's. So, die Hälfte haben wir gleich. Okay, passt. Wieder zurück. Und das ist eine Level 17er Quest. Ja gut, okay. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber es ist ein bisschen komisch. Okay, gut, passt. So, wo willst denn, dass ich jetzt hingehe, Alter? Du willst, dass ich da runter weitergehe? Okay. Dann gehen wir halt da weiter. Das ist unlogisch, aber mir ist wurscht. Da ist noch einer. Das sind alles Erfahrungspunkte, die nehmen wir uns natürlich mit. Und wieder zurück, Geralt. Hey, mein Zauber hat nicht gewirkt, warum auch immer. Wurscht. Und wieder zurück, Geralt. Sehr brav. Ja, das war daneben, Alter. Eistroll. Und wieder weg. Noch einmal und das letzte Mal wahrscheinlich. Zack. Jawohl. Perfekt. So, das nehmen wir natürlich mit, Geralt. So. Wir werden mal eine Stunde meditieren, würde ich mal vorschlagen. Damit wir wieder voll sind da. Dankeschön. Ja, und was auch immer diese Pfeile da auf der Seite bedeuten. Ich habe keine Ahnung. Jetzt will er, dass ich da lang gehe. Jetzt gehe ich mal da lang. Mir ist wurscht. Es wird auf jeden Fall mehr, aber er will trotzdem, dass ich da lang gehe. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es selber nicht. Bitte fragt's mich nicht. So, dann willst du, dass ich da raufgehe? Das muss ich jetzt da oben auf dem Berg machen, Alter. Wo lauter Ziegen sind. Mir ist wurscht. Es wird weniger. Jetzt willst du, dass ich da raufgehe. Okay, gut. Es wird schon irgendwie zusammenpassen. Okay, da ist ein riesengroßer Kreis. Wird schon passen. Komm runter da. Okay, ganz ruhig. Das sind alles Erfahrungspunkte, nehmen wir uns alle mit. Mal wurscht. Ah, der ist ganz runtergefallen anscheinend. Geh mal da rauf, Geralt. Genau, bleiben wir mal da in der Mitte, da ist ziemlich groß.
So, schießen. Mal wurscht, Hauptsache ich treffe irgendeinen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, geht zurück. Komm, stirb. Perfekt. Rauf, rauf. Bleib oben. Komm. Jawohl, sehr gut. Noch runtergeholt vom Himmel. Komm, schnell. Bevor der wegfliegt. Sehr gut. So, einen haben wir noch, glaube ich. Der ist da ganz hinten. Komm her da. Du wirst nicht verschont. Komm runter. Nein, nein, wieso? Geralt. Das ist unglaublich. Was jetzt, du Stück Dreck? So, komm jetzt. So. Gut, alles werden wir da jetzt nicht looten. Das ist ziemlich unnützlich, finde ich. Nein, 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 nein. Geralt. Geh rauf da. Oder will er darauf? Ich habe keine Ahnung. Darunter? Was soll das denn jetzt heißen? Das könnte auch da drinnen sein. Nehmen wir mal da rein. Da ist aber nichts, okay. Blumen, okay. Nehme ich auch gerne mit. Da können wir auch nicht runter. Moment. Da kann ich runter. Nein, Geralt. Nein, 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 nein. Nein. Geralt, nein. Nein. Ach Gott. Nun, wie soll ich da jetzt wieder raufkommen? Ah, Geralt, ist das nicht kalt? Versteckter Schatz, wen interessiert das? Ich möchte da wieder raufkommen irgendwie. Da bin ich glücklich, wirklich. Da hinten ist, glaube ich, ein Weg. Komm, Geralt, schwimmen. Nicht warten, schwimmen. Ja, geht ja. Meine Güte. Es zehrt ziemlich an mir, muss ich sagen, die Quest. Meine Güte, überhaupt kann ich nichts machen. Springen, okay. Springen ist gut im Wasser. Da bewegt er sich ein bisschen schneller. So, und jetzt Turbo. Das schaut mir nach Weg aus, dass ich da wieder irgendwie raufkomme. Jetzt habe ich gegen die ganzen Harpien da gekämpft. Das hat sich nichts gebracht. Wahnsinn. Okay, jetzt zeigt das mal wieder an. Gott sei Dank. So, glaube ich, sollte ich reiten. Ist, glaube ich, nicht so schlecht die Idee. Plötze. Komm schon. Und Vollgas, komm. Es bringt sich eh nichts. Ich gehe zu Fuß einfach, mir ist das wurscht. Ja, jetzt auf einmal ist wieder eine Straße da. Na, mir ist wurscht. Wir gehen jetzt trotzdem zu Fuß. Scheiß drauf. Trink noch was, damit du dich heilst. Meine Güte. Nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben. Okay, wenigstens haben wir wieder ein Reiseschild da freigeschalten. Aber ich glaube nicht, dass ich darauf reisen könnte. Das wäre ziemlich unlogisch. Und warum auch immer, man, das, warte jetzt mal, ich schau mal ganz kurz auf die Karte, mich verwirrt das ein bisschen. Da ist eins und da ist eins. Und das wird mir anzeigt, dass ich da hin muss, oder was? Ich habe keine Ahnung. Wurscht, wir gehen jetzt da drin einfach den, da entlang den Weg. Da müssen wir rauf, bitte. Bevor ich da einen Auszucker krieg.
bevor ich einen Auszucker kriege. Komm jetzt, gib Gas. Den ganzen Scheißweg, den ich runtergefallen bin, jetzt wieder aufgehen. Noch weiter rauf, okay. So, da wäre irgendetwas. Wieder mit Hilfe der Hexersinne, okay. So, ich aktiviere die jetzt einmal. Vielleicht findet man ja irgendwas. Ich habe ja keine Ahnung. Es steht ja auch, dass es drunter ist. Und das Orge ist, es führt mich eigentlich hinauf. Schaut's mal. Es zeigt mir den Weg hinauf. Da waren wir ja schon. Und da hört's auf. Jetzt hört's auf. Da hört der Weg auf. Genau hier. Es zeigt mir, dass ich trotz all dem da runter muss. Aber wenn ich da jetzt wieder drauf gehe, werde ich wieder den ganzen Weg runterrutschen. Nehme ich mal stark an. Moment mal, wir gehen nochmal da ganz rauf. Vielleicht gibt es da einen Höhleneingang oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas müssen die ja beschützt haben. Geh weiter da, Geralt, jetzt. Da sind die ganzen Viecher gestorben. Da muss ja irgendwas geben. Ein Höhleneingang oder sowas. Dieser Gestank. Na, da möchte ich jetzt nicht runterklettern. Ich schieß dich auch so immer wieder runter. Mir ist das egal. Mir ist das eigentlich gesagt ziemlich egal. Warten wir mal, bis er daherkommt. Komm her. Ja, bisschen noch. Jetzt. Na, ich habe also nichts freigeschalten damit. Leider Gottes. Was muss ich jetzt hier machen, um Gottes Willen? Das ist eine scheiß Nebenquest, Alter. Da wird mir auch nichts angezeigt. Da kann ich auch nicht runter, oder? Es ist unter mir, es ist, keine Ahnung, in irgendeiner Höhle unter mir drinnen. Gehen wir mal da weiter einfach, mir ist das wurscht jetzt. Da wird mir auch nichts angezeigt. Angezeigt wird mir da auch nichts erst. Ich mache erst Part Ende, wenn ich den Weg da rein finde. Ja, da sind wir runtergerutscht. Aber das bringt mir ja nichts. Was? Um Gottes Willen, was bringt? Was soll mir das bringen, Alter, wenn ich da jetzt da wieder runterrutsche? Es wird mir auch nichts bringen, wenn ich da raufrenne wahrscheinlich. Aber mir ist wurscht. Auf jeden Fall haben wir einen Schnellreiseposten da freigeschalten, das ist auch schon mal gut. Ja, das bringt sich nichts. Ich habe keine Ahnung. So, schauen wir noch einmal. Der Weg zeigt mir an, dass ich da runter muss. Man sieht es ja, rechts oben auf der Karte selber. Der Weg zeigt mir an, dass ich hier runter muss. So. Da hinten ist eine Ding. Ja gut, ich möchte jetzt aber nicht gegen das Scheißviech kämpfen. Wie er da runterrutscht, das ist ein Wahnsinn erst. Na, aber was muss ich jetzt wirklich hier machen? Kann ich da runtergehen? Schaut gut aus. Vielleicht ist da irgendwo ein Höhleneingang, ich habe ja keine Ahnung. Da hört der Weg auf. Hier!
und es wird mir aber nichts angezeigt. Ja, es ist drinnen. Toll, dass du mir das anzeigst, dass es drinnen ist in der Höhle. Wo ist der scheiß Höhleneingang? Das würde mich interessieren. Spazibär, hm? Da springen wir jetzt mal rüber. Das bringt sich genau nichts. Ist das ein Höhleneingang? Tatsächlich, das ist ein Höhleneingang. Ich habe ihn gefunden. Okay, hiermit machen wir Part Ende. Ha, doch noch gefunden. Bist du deppert. Wir machen hier Part Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.